Geschätzte Sarganserländerinnen und Sarganserländer, geschätzte Anwesende, leider ist es mir aus gesundlichen Gründen nicht möglich, den heutigen Abend mit Ihnen zu verbringen, was ich sehr bedauere. Ich danke meinem Kantonsratskollegen Walter sehr, in meinem Namen einige kurze Sätze zu sprechen. Dies soll auch zum Ausdruck bringen, wie vertrauensvoll und konstruktiv sich die Zusammenarbeit zum Erhalt unseres Spitals in Wallenstadt über die Parteigrenzen hinaus entwickelt hat. Für mich ist die mitarbeitende Projektgruppe Weiterentwicklung, Leistungsangebot, Trägerschaft und Betreiber des Spitals Wallenstadt eine der positivsten Erfahrungen, die ich während all der Jahre meiner politischen und standespolitischen Tätigkeit habe erleben dürfen. Das liegt an dem kompetenten, entschlossenen und transparenten Auftreten des zukünftigen Betreibers, dem Kantonsspital Chur, das mein ganzes Vertrauen gewonnen hat. Es liegt an der St. Galler Regierung mit unserem Regierungsrat Bruno Dammann, die das Projekt engagiert, korrekt und mit dem sichtlichen Wunsch, eine gute Lösung für den Spitalstandort Wallenstadt zu finden, vorantreibt. Es liegt an der tadellosen, hochkompetenten Projektleitung durch Frau Moschow in der Projektphase 1 und neu Dr. Bachmann. Es liegt an den vielen Menschen im Spital, die trotz schwerer Jahre hervorragend und engagiert arbeiten, weil sie an eine Zukunft des Spitals glauben und so dafür kämpfen. Es liegt aber, geschätzte Anwesende, vor allem auch an Ihnen. Von so vielen Menschen aus dem Sarganserland bekommen wir zustimmende Rückmeldungen, die immer wieder zeigen, wie sehr die Bevölkerung hinter ihrem Spital steht. So erlebe ich meine bescheidene, einfache Mitarbeit in der Projektgruppe wie Segeln im vollen Wind. Blicke ich in die Zukunft, so möchte ich einen Aspekt ansprechen, der mich noch bewegt. Ich verstehe, dass ich der zukünftige Betreiber des Spitals sicher sein muss, jederzeit schnell und unkompliziert Entscheide zu treffen, um das Spital weiterentwickeln zu können. Ein komplizierter politischer Entscheidungsprozess von 8 Gemeinden, die nicht an einem Strang ziehen, ist nicht kompatibel mit den raschen Prozessen, die ein Spitalunternehmen erfolgreich machen soll. Die Sarganserländergemeinden werden daher wohl nur noch eine kleine oder sogar gar keine Rolle mehr spielen bei den Bemühungen um den Erhalt für unsere Region so wichtigen Spitals. Diesen Punkt bedauere ich persönlich, denn es wäre für das Spital wichtig, dass der große Rückhalt in der Bevölkerung in irgendeiner Form auch sichtbar wäre. So möchte ich mit weiteren Kantonsratskollegen, und ich habe schon Rückmeldungen und heute Abend vorschlagen, ein zukünftiges Spital Wallenstadt mit einer Art Freundeskreis Spital Wallenstadt zu begleiten. Dieser kann später auch anders genannt werden. Freundeskreis soll die Verankerung des Spitalstandortes in der Region sichtbar machen und das Spital ideell oder im bescheidenen Rahmen allenfalls auch finanziell unterstützen. Walter Gartmann oder weitere Kollegen werden dazu allenfalls auch noch einige Worte sagen. Ich sage es jetzt einfach. Ich schließe mit diesen Zeilen und hoffe, dass Sie gut informiert nach Hause kehren. Bitte bleiben Sie unserem Spital in Wallenstadt auch weiterhin treu. Thomas Warzinek, heute geschrieben. Dankeschön, Thomas. Das mit dem Freundeskreis ist ein Thema, selbstverständlich. Wir haben gesagt, zum Beispiel aus Riege Sardone, wir können das machen, wir können viel mehr machen mit der Talgemeinschaft zusammen, symbolisch. Ich glaube, für Bündner ist doch wichtig, wir sind noch bei Ihnen, wir sind ein bisschen kurorientiert. Wichtig ist, dass die Bevölkerung und auch die Gemeinde, dass wir ein Bekenntnis abgeben, dass wir interessiert sind an ihrer Arbeit in Wallenstadt. Und ich glaube, der Noli könnte noch einmal vielleicht ausführen. Es gibt auch noch einen Verbund mit dem Bündner Rheintal und so, wo man auch mitmachen kann, wo auch die Gemeinden mitmachen können. Aber jetzt komme ich zu den Parteien. Stefan, jetzt hast du das Wort. Dankeschön. Ja, geschätzter Walter, geschätzte Damen und Herren Anwesende. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich Walter zuerst mal sagen, dass wir jetzt nicht mehr CVP heißen, sondern die Mitte. Das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig in unserer Reihe. Die Mittepartei, das ganze Land, hat von Anfang an den Erhalt vom Spital Wallenstadt unterstützt, mit Nachdruck gefordert und all diesbezüglichen Bemühungen unterstützt. Auch der von heute oben, die Projektgruppe, präsentiert Weg, unterstützen wir vollumfänglich, unabhängig davon, welche Variante denn zum Trägen kommt. Wir sind beeindruckt von der Professionalität und der Entschiedenheit, wo das Kantonsspital Chur als zukünftiger Betreiber auftritt. Von dem her schon mal einen ganz grossen Dank an die Reihe von Chur, die ein grosses Ensemble hergebracht haben, wo wirklich jeder vorbeikommt und die auch unsere breite Volksmenge hier vertritt. Weiter natürlich auch die Delegation St. Gallen unter unserem Regierungsrat Bruno Dammann,
der sich nicht zuletzt mit seiner sehr hohen Präsenz hier bei uns im ganzen Land und auch dem Thema Spital mit seinem persönlichen Engagement für das Projekt selber begleitet hat und er sich dafür einsetzt, dass es auch gelingen wird. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man so ein Geschäft über Kantonsgrenzen hinweg möglich machen kann. Das Projekt ist komplex und besonders herausfordernd, weil mehrere Kantone und Spitalregionen auf diese Art und Weise noch nie gemeinsame Lösungen gesucht haben. Was hier im ganzen Land zwischen St. Gallen und Chur passiert, hat Vorbildcharakter, vermutlich weitere diverse kantonsübergreifende Kooperationen. Auch deshalb soll es gelingen und wir sind etwas stolz darauf, dass wir das Projekt bei uns hier vorantreiben können. Ein besonderer Dank und Anerkennung geht aber auch an die hervorragende Projektleitung, die wir heute oben hier gehört haben, Phase 1 von Frau Moscho vom Gesundheitsdepartement vom Kanton St. Gallen und dem Herrn Noldi Bachmann, der uns Phase 2 präsentiert hat. Ich glaube, es ist gelungen, unserer Ansicht, den Projektauftrag bis anhin mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, aber trotzdem mit grosser Sorgfalt, Umsicht und Professionalität umzusetzen. Ich selber bin Mitglied in dem Sounding Board und es ist wirklich ein extremes Tempo, wie die Informationsschwellen sind. Also da kommt man manchmal Meldungen über und dann muss die breite Bevölkerung auch informiert werden. Also es wäre eine sehr grosse Herausforderung. Weiters freuen wir uns auf weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Regionalparteien bei uns im ganzen Land und allenfalls auch den beteiligten Gemeinden. Ich glaube, es ist für das ganze Land wichtig, dass sich nicht einzelne Parteien jetzt an dem Thema profilieren versuchen, sondern dass wir gemeinsam im Sinn der Sache auf dem Weg bleiben. Dafür stehen wir von Mitte ein und werden auch explizit weiter Hand gebieten. Denken wir daran, nur gemeinsam bringen wir das Projekt zum Erfolg. Besonders wichtig für das Spital, die Bevölkerung sowie die Ärzteschaft vom ganzen Land, die stehen hinter dem Spital. Das haben sie eindrücklich bewiesen mit der Petition von der Talgemeinschaft mit über 11.200 Unterschriften oder mit dem Manifest von der Ärzteschaft für den Erhalt vom Spital. Abschließend möchten wir nochmal allen danken, allen involvierten Personen, für die bisher geleistete Arbeit. Wir von der Mitte wünschen uns und bestehen bereit, das Projekt auch weiterhin ohne parteipolitisches Interesse zu begleiten. Gehen wir den Prozess zusammen, es geht um ein wichtiges Geschäft, das nicht scheitern darf. Ich kann Ihnen zusichern, dass der Kantonsrat der Mittepartei auch im nächsten Jahr mit allem Engagement für das Geschäft im Rat sich für das Spital Wallenstadt einsetzen. Danke vielmals. Geschätzte Anwesende, der Walter hat das Gefühl, ich kann mich selber vorstellen. Mein Name ist Marc Kellenberger, ich bin Präsident von der SVP Sagansaland. Und ich möchte im Namen von der SVP Sagansaland wie folgt zu dem Projekt Stellung nehmen. Ich möchte zuerst einen Rückblick tätigen. Die Spitäler Flawil, Rorschach, Wattwil und Altstätte, die verbinden ein gemeinsames Schicksal. Denn die vier Spitäler sind zu Gesundheits- und Notfallzentren umgewandelt worden. Aktuell ist Rorschach und Flawil jetzt nur noch Gesundheitszentren, denn dort hat man bereits Notfallabteilungen auch schon geschlossen. Spital Wattwil wird Ende März fort definitiv schliessen. Spital Wallenstadt hat somit eine äußerst komfortable Lage, dass sie eine zweijährige Gnadefrist bekommen hat. Das im Dank von der parteiüberschreitenden Arbeit aus dem ganzen Land. Sie haben gesehen, der Zeitplan ist sehr straff. Im Januar dieses Jahr ist der Auftrag von der Regierung formuliert worden. Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Graubünden und eben dort mal noch mit dem Kantonsspital Glarus müssen geprüft werden. Denn im März hat bereits der Projektausschuss Mitglieder vom erweiterten Sounding Board oder vom erweiterten Projektausschuss gewählt. Dort sind alle Vertreter aus sämtlichen Parteien und weiteren Vereinigungen enthalten. Dann haben sie in der ersten Phase, das haben sie jetzt auf diversen Folien gesehen, die Absichtserklärungen im Juni verschriftlicht. Und bereits im Mai haben sie jetzt auch mitbekommen, dass der Bericht an die Regierung vorliegen soll, dass man Ende Jahr dann einen Entscheid fällen kann.
Das Ziel des Projekts, das möchte ich noch einmal herausheben, das oberste Ziel ist die Optimierung und Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im ganzen Land und der grösstmöglichen Abstimmung mit den angrenzenden Regionen. Um das Ziel zu erreichen, muss eine genaue Auslegeordnung gemacht werden. Und man muss einmal den aktuellen Stand möglichst genau erfassen. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Übernahme von einem Spital kein 0815-Projekt ist, wo man einfach so aus der Schublade ziehen kann. Nehmen Sie das Beispiel vom Kauf von einem Neuwagen. Dort haben Sie so einen Hochglanzprospekt in der Hand und Sie wissen ganz genau, was für eine Farbe hat das Auto. Wie viel Sitz hat das Auto? Wie viel PS hat das Auto? Was für einen Antrieb hat das Auto? Ja, Sie wissen sogar, was das Volumen ist vom Kofferraum. Bei der Übernahme von einem Spital müssen diverse Detailfragen in einem fortlaufenden Prozess erarbeitet werden und können erst nach Wochen oder Monaten beantwortet werden. Ich habe mir da eine Randnotiz gemacht, die Zeit muss reif sein. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass der Autohersteller in der Fabrik auch nicht im Voraus sagen kann, was für ein Duftbäumchen, dass der neue Autobesitzer seinen Innenspiegel hängt. Und wie anfangs ausgeführt, sind alle Parteien und Interessensgruppen an diesem Projekt beteiligt und können ihre Bedenken, Fragen im Projekt konstruktiv einbringen. Ich möchte damit das Bewusstsein schärfen, dass nicht alle Fragen sofort beantwortet werden können. Denn das hätte ja mehr mit Glaskugelnlesen zu tun, als mit seriöser Projektarbeit. Ich bin dennoch fest davon überzeugt, dass die offenen Fragen zu gegebener Zeit beantwortet werden können. Die SVP im ganzen Land schaut dem vorliegenden Projekt mit Wohlwollen entgegen und erkennt die einmalige Chance, die Wertschöpfung zu behalten und auch die Arbeitsplätze im ganzen Land zu sichern und vertraut auf die geballte Kompetenz der Projektleitung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geschätzter Regierungsrat, geschätzte Damen und Herren, auch die Grünliberalen begrüßen Sie recht herzlich. Keine Angst, ich werde jetzt nicht eine halbe Stunde referieren. Ich möchte Ihnen zwei, drei Sachen aufzeigen, die der GLP wichtig ist. Ich kann mich gut erinnern, als im 2019 mit altem Mehrzweckhall in Wallerstadt die Regierung die frohe Botschaft aus den ganzen Ländern übermittelt hat, was denn mit dem Spital Wallerstadt passieren soll. Und sehr erfreut dürfen wir heute zur Kenntnis nehmen, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, dazumal haben wir ein bisschen eine Untergangsstimmung gehabt. Und heute, das, was wir präsentiert bekommen haben, also das ist ein Meilenstein, ein wesentlicher Meilenstein für unsere Region, für das ganze Land. Und dafür bin ich Ihnen, geschätzte Damen und Herren, dir, Bruno, herzlich dankbar, dass Sie es erstens so weit geschafft haben und zweitens, und da bin ich überzeugt davon, dass das zum Erfolg wird. Wir haben jetzt drei Varianten auf dem Tisch. Ich bin überzeugt davon, dass auch mit dieser Absichtserklärung dazu mal von der Gemeinde ein wichtiger Schritt in Bezug auf diese Projektarbeit, die hier jetzt vorhanden ist, geleistet worden ist. Denn das war ein starkes Signal gewesen, natürlich an Kanton Graubünden, wie natürlich auch an Kanton St. Gallen, dass wir gewillt sind, eine gute Gesundheitsversorgung im ganzen Land zu haben. Ich selber, als damals die IG Sardona gegeben und gegründet worden ist, habe mich beitreten und habe gedacht, diese Forderung die müssen wir dezent nach St. Gallen schicken. Und heute, und Sie können dort dann auch noch ein Statement von mir lesen, ich habe noch geschaut, ob es noch drin sei, und das möchte ich kurz vorlesen, weil das ist mir wichtig. Ich habe drei Walter. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit stehen nicht nur die umliegenden Spitäler im Fokus, sondern auch weitere Anbieter. Dabei sprechen wir von einer integrierten Versorgung und somit von einer guten Versorgungskette. Das Ziel, eine wohnortsnahe und bezahlbare Gesundheitsversorgung. Und genau das haben Sie gesagt, Herr Bachmann, das ist das oberste Ziel, das Sie verfolgen und das wir auch uns wünschen tun. Von dem her sind wir überzeugt, dass wir auf gutem Weg sind. Es freut mich, dass der Fortschritt
wir können hier feststellen. Und jetzt ist eigentlich nur noch ein Appell an uns, geschätzte Damen und Herren. Wenn wir nämlich, wenn das Spital Wallerstadt vom Kantonsspital Graubünden geführt wird, dann sind Fallzahlen wichtig. Und das bedeutet, dass wir dann das Spital auch nutzen müssen. Und das ist der grosse Appell von uns, der Grünliberalen Partei. Und Sie, Sie sind der Träger am Schluss, wo eben die gute Gesundheitsversorgung dann eben auch Wirkung tragen tut. In dem Sinn, herzlichen Dank. Die GLP steht hinter dem Prozess und wir sind sicher, dass es ein guter Prozess wird. Danke. Ja, liebe Sarganserländerinnen und Sarganserländer, auch die SP steht voll hinter dem Projekt. Für die SP ist es ja immer schon wichtig, Service, Publik, eine Wohnortsnähe, Gesundheitsversorgung. Also was könnte es trefflicher sein als die Zukunftspläne, die man für das Spital hat, als sozusagen mit uns zu übereinstimmen. Ich tue gerne mich allen Dankeswort, wo schon gesprochen worden ist, von meinen Vorrednern anschliessen, gegenüber dem Regierungsrat Bruno Dammann, gegenüber den Herren Keine, Bachmann und ich habe nicht mehr alle genau im Kopf, einfach alle, die da oben auftreten sind. Ich finde, sie haben einen extrem guten Job gemacht. Einhaltung von der Zeit, komplexe Geschäfte sehr gut bearbeitet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das hat mich sehr überzeugt, seit ich können, so ein bisschen das verfolgen. Ich möchte nur zu einem Spannungsfeld etwas sagen. Es hat ja jetzt mehrere Gemeinden gegeben, die müssen entscheiden, ob sie die Stossrichtung unterstützen vom Spital und ob sie allenfalls bereit wären, in einem wie auch immer gearteten Verteilschlüssel an die 8 Millionen etwas herzuzahlen. Ich weiss nicht genau, wie das gelaufen ist, dass das Kantonsspital Graubünden zum Schluss kam, ist, das könnte eher ein Risiko als eine Chance sein, bis die Gemeinden sich zusammengerauft haben und eine Vorstellung haben, auf welchen Verteilschlüssel als sie sich einig sind, was sie sich einigen könnten. Und ich habe nicht das Wort von Herrn Bachmann vor etwas mehr als einer Stunde ein Stück weit in die Richtung verstanden, dass das in die Richtung von einer starken Verpolitisierung könnte gehen. Ich persönlich habe mich gestossen an diesen Diskussionen, weil letztlich geht es ja eigentlich darum, dass wir auch schauen müssen, dass wir den Standort Sarganserland auf eine gute Art fördern können und dass es zu einem echten Standort wird, der nach außen ausstrahlt. Und in dem Moment, wenn Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sich vor allem beeindrucken lassen von den verbeisterten Steuerzahlern, die Schiss haben davor, dass ein anderer ein bisschen zu viel überkommt, dann haben wir keinen Schritt weiter. Und ich finde das überhaupt kein Gewinn, die Diskussion. Ich finde es wichtig, dass wir da lernen, ein bisschen mehr am gleichen Strang zu ziehen. Ich verstehe aber das Kantonsspital Graubünden, dass sie auf der Zug nicht unbedingt aufspringen wollten und jetzt dazu tendieren, eine andere Lösung zu finden. Also entweder die Liegenschaft selber zu erwerben oder allenfalls durch die Gemeinde erwerben zu lassen, die dann bereit sind, da einigermaßen kooperativ das zu machen. Also das finde ich kein Verdienst, was jetzt da abgegangen ist, was offenbar ein Teil von anderen Leuten oder von anderen Gruppierungen als Verdienst anschaut. Ich will zum Abschluss mich bedanken. Kein Risiko, sondern eine grosse Stärke von dem Projekt sind Menschen, die da mit Hochdruck geschaffen haben und überzeugend geleistet haben. Und zwar gibt es da dazu ja auch einen Haken. Alle, also ein Teil der Anwesenden da innen erinnert sich sicher, dass ich am Anfang der IG Sardona gegenüber skeptisch gestanden bin und das auch öffentlich geäußert habe. Die Skepsis hat sich, und das tue ich da offiziell formulieren, als falsch erwiesen. Die verschiedenen Gruppen, die da an dieser Zukunft vom Spital arbeiten, haben eine extrem gute Arbeit geleistet. Und das Projekt überzeugt voll und ganz.
Wie überall, wo etwas gelingt, hat das Gelingen auch ein paar Gesichter. Natürlich sind das viele Gesichter. Und immer dann, wenn man ein paar Gesichter persönlich benennt, besteht das Risiko, dass man jemanden zu wenig würdigt. Ich gehe das Risiko jetzt ein. Ich finde, vor allem nennen muss man da die Kollegen Thomas Warzineck von der Mitte und vor allem Kollegen von der SVP. Das ist ja sonst nicht die Partei, mit der ich es heute auf der gleichen Bühne habe. Aber ich finde, da haben sie hervorragend geschafft und vor allem der Walter Gartmann. Ich danke diesen Herren wirklich ausdrücklich für das grosse und wirksame Engagement für diese Sache. Danke vielmals, Bernhard. Ich habe zwar nicht so gerne so viele Lorbeeren, bin mir nicht gewöhnt. Aber man sieht, der Bernhard sieht nicht nur den blauen Dunst über Flums. Er hat wirklich eine Weitsicht. Aber was ganz wichtig ist, man kann nur miteinander. Und ihr seht auch, wir sind nicht die gleiche Partei. Und ich muss euch sagen, es funktioniert über alle Parteien. Und mir ist wichtig, es dürfen kritische Worte geben. Und es ist jetzt so, ich bin jetzt nicht immer raufgekommen, aber jetzt habe ich gefunden, ich muss das dem Bernhard auch mal verdanken. Er hat uns wirklich auch unterstützt überall und auch im Kantonsrat würde es gerne zu dieser Situation kommen, dass wir darüber können diskutieren heute. Jetzt kommt Silvio Kühne von der FDP. Es sind auch kritische Voten erlaubt, darum hat er mir das Wort übergeben. Danke vielmals, Walter. Sehr geehrter Regierungsrat, geschätzte Kantonsräte, geschätzte Sarganserländerinnen und Sarganserländer. Als Präsident der FDP Sarganserland habe ich das Vergnügen, heute die Sichtweise von unserer Partei, von der Regionalpartei, zu präsentieren. Es ist wahrlich ein Vergnügen für mich, heute vor Ihnen zu reden, weil ich weiss, dass ich für den einen oder anderen wahrscheinlich zu einer Persona non grata geworden bin. Dessen bin ich mir bewusst. Gerne lade ich insbesondere die Leute ein, mir trotzdem zuzuhören, was ich heute erzählen will. Und zwar, jawohl, danke vielmals. Werde ich nach dieser Traktandenliste vorgehen? Ich hoffe, dass ich plus minus die 5-7 Minuten, hast du gesagt, einhalte. Als ich das Präsidium übernommen habe von der FDP Sarganserland, das ist noch nicht allzu lange her, anfangs von diesem Jahr, habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, dass ich mit klaren Worten, mit klarer Sprache und mit dem Grundwerk der Freiheit und des Liberalismus mein Amt antreten will. Ich habe dann von meinem Vorgänger das Projekt vom Erhalt vom Spital Wallenstadt übernommen, habe aber trotzdem versucht, mich nüchtern und sachlich mit der Thematik auseinanderzusetzen und mir selber ein Bild zu machen, wie das dann jetzt eben aussieht mit dieser Thematik. Umso tiefer, dass ich gekommen bin, umso mehr, dass ich mit den Leuten geredet habe, umso mehr Berichte, die ich gelesen habe, Fragen, die an mich hergetragen worden sind, umso skeptischer bin ich geworden. Und habe dann versucht, die Fragen, die ich eben dann hatte, über diverse Quellen Antworten zu finden. Das haben offenbar gewisse Leute nicht so lustig gefunden und darum bin ich verantwortlich gewesen, dass die FDP das ganze Land ins Fadenkreuz der ganzen Region geraten ist. Dessen bin ich mir bewusst. Danke auch für die mehr oder weniger respektvollen Aussagen gegenüber mir und meiner Partei. Ich habe die gerne aufgenommen und versuche, mich dann auch entsprechend zu reflektieren. Ich erlaube mir, aus den letzten paar Wochen und Monaten einige Zitate aufzublenden und kurz etwas dazu sagen. Alles ist besser als null, den habe ich immer wieder gebracht, ich weiss, aber genau in so einem grossen Projekt ist eben nicht alles besser als null, geschätzte Sarganserländerinnen und Sarganserländer. Und wenn man von unserem Spital redet, dann kann das nur jemand sein, der in Wallenstadt wohnt oder dort sein Geld verdient, weil sonst ist ein Spital da, um unsere Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Wenn ich könnte, würde ich selber investieren. Oder es gibt viele Anfragen von privaten Investoren. Das zeigt nichts anderes, als es durchaus Möglichkeiten gegeben hätte, eben auch einen anderen Weg für den Erhalt vom Spital Wallenstadt zu wählen. Es gibt keine alternative Lösung. Das war auch mal eine Aussage vor mehreren Monaten. Und wir haben immer transparent informiert. Und jetzt plötzlich fördern wir neue Lösungsvorschläge zutage. Und das zeigt mir, entweder haben wir nicht transparent kommuniziert, heisst, die Lösungen sind schon vorher rum gewesen, man hat es einfach nicht gesagt, oder die Lösungen sind erst jetzt entstanden. Beides geht für mich nicht zusammen. Das Kantonsspital Graubünden hat nie gesagt, dass sie rentabel werden. Ja, das liegt auf der Hand, das weiss man nie, das ist so.
Aber genau dieser Fakt zeigt eben, dass wir genau hinschauen müssen. Und ich durfte feststellen, dass wir in der FDP vom Sarganserland die einzige Partei waren, die eben kritisch hergeschaut haben und nicht einfach alles super gefunden haben. Die erste Lösung war super, die zweite Lösung war super und die dritte und die vierte Lösung wird auch noch super sein. Wir haben versucht, das differenziert anzuschauen. Der Austausch mit den Gemeinden war sehr eng. Dort habe ich Fragezeichen, weil wir zwar einen Vertreter hatten, in der Projektgruppe der Gemeinde. Aber dort ist immer nachträglich orientiert worden, was der Stand des Projekts ist. Und wenn ich aber Gemeinde, die ja der Heilsbringer war, ist eine Weile lang, jetzt offenbar nicht mehr, die muss ich vor einer Sitzung abholen, die Meinung der Gemeinde einfordern, um diese Meinung auch an einer Sitzung vertreten. Und nicht einfach im Nachgang Gemeinden informieren, das ist die Stossrichtung. Wir wollen zum jetzigen Zeitpunkt keine Debatte. Ich habe mir mal gewünscht, dass es eine politische Auseinandersetzung gibt, wo Parteien herhocken können, auch Fachgremien können herhocken und miteinander darüber diskutieren können. Ist denn das jetzt mit der Gemeinde eben die beste Lösung? Oder ist es vielleicht nicht? Die Debatte hat leider nie stattgefunden. Und jetzt, wunderbar, danke vielmals Herr Koine, sehen wir das, was wir jetzt vor uns haben. Und zwar die betriebliche Freiheit, weil das Kantonsspital Graubünden liegt auf der Hand, kann ich nachvollziehen, das einzige Richtige, weil sie müssen reagieren auf Begebenheiten, die sich entwickeln und so weiter. Für die FDP absolut klar. Weiterentwicklung des Angebots, auch das. Es gibt Veränderungen, man will länger daheim bleiben, es wird viel auch daheim versorgt. Auf das müssen wir reagieren, auch das liegt auf der Hand, absolut der richtige Weg. Und jetzt die Immobilienübernahme. Wir haben vorher auch schon darüber diskutiert, das war der grosse Dorn im Auge bei uns, von der FDP Sarganserland. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Und es ist sehr erfreulich, dass wir hören dürfen, dass das Kantonsspital Graubünden das Interesse daran hat, die Liegenschaft zu übernehmen oder die Immobilien zu übernehmen. Meine Frage dort ist, wie haben die Gemeinden von dem erfahren? Ist das vorgängig über den Vertreter der Projektgruppe, hat man dort informiert? Oder ist es die Medienmitteilung gewesen, die ihr rausgelassen habt und man hat es dann aus der Zeitung entnommen, dass wir offenbar gar nicht mehr der wesentliche Player sind? Die positiven Aspekte der aktuellen Lösung, die grundsätzliche Absicht vom Erhalt, mir ist egal, was mein Vorgänger gesagt hat von der FDP Sarganserland zum Spital. Für mich war von Anfang an klar, dass der Erhalt vom Spital Wallenstadt das Ziel muss sein. Das habe ich immer wieder wiederholt, auch wenn man mir immer wieder andere Sachen ins Maul gelegt hat. Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Graubünden, ich glaube, das ist eine hochprofessionelle Gruppe, auch, die wir heute dürfen erleben dürfen. Das ist das einzig Richtige aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht. Da sollen wir absolut weitergehen in die Richtung. Das ist richtig. Auch die 8 Millionen, kein Thema, über das haben wir auch nie diskutiert. Das ist eine sehr gute Lösung. Und jetzt, wie gesagt, die Übernahme von der Liegenschaft durch das Kantonsspital tipptopp. Was wir aber eben hinterfragt haben, ist, wie erwähnt, der Kauf durch die Gemeinde und dann die zuerst Vermietung und dann ist es Verpachtung, Baurecht und so weiter. Das haben wir nie gut gefunden, von Anfang an nicht und das haben wir von Anfang an kommuniziert. Ich komme aber nachher noch kurz darauf zu sprechen. Weil das gibt nämlich ein Strickenziehen. Der eine hat das Interesse, der andere hat dieses Interesse und vor allem dann, wenn auch zum Beispiel nicht alles ausgelastet ist, dann fangen die grossen Diskussionen an, geschweige denn, das Kantonsspital würde sich zurückziehen. Was macht man dann mit dieser Liegenschaft mit 8 Gemeinden? Das wird schwierig. Dann habe ich einmal gelernt in meiner beruflichen Ausbildung, dass wenn man ein grosses Projekt hat, dann macht man eine Auslegeordnung mit allen möglichen Varianten. Dann macht man eine Variantenprüfung mit gleichmäßigen Kriterien und am Schluss tue ich die besten 2-3 Varianten weiterverfolgen und vertiefen. Ich werde den Eindruck nicht los, dass man das Projekt dann angestoßen hat und mit der Zeit haben sich immer wieder neue Varianten entwickelt, die man dann wieder hat müssen aufnehmen musste. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob man dann am Anfang eben die Auslegeordnung sauber gemacht hat, mit dem Lösungsvorschlag, dass die Gemeinden das sollen kaufen und dann weiterverpachten, zeigt es. Dann der Miteinbezug der Gemeinden, ich habe es erwähnt, der ist aus meiner Sicht nicht ganz gelungen, weil insbesondere dann, wenn die Gemeinden die Liegenschaft hätten sollen kaufen, hätten sie durchaus eben müssen können mitreden, wie das Ganze eben sollte passieren. Und das ist aus unserer Sicht zu wenig gemacht worden. Auch die Debatte hat gefehlt, man ist immer informiert worden. Und ich finde es wichtig bei so einem Projekt, dass man eben nicht nur informiert wird, so à la, du darfst uns zuhören, was wir jetzt alles Grosses machen, sondern dass es eine Auseinandersetzung gibt, wo man miteinander darüber diskutiert, ob denn das jetzt eben die beste Lösung ist oder nicht. Aber das hat man nicht wollen.
Dann die integrierte Versorgung haben wir auch gehört. Die Gemeinden haben das Interesse daran, die integrierte Versorgung können sicherstellen. Ein Spital ist ein Teil davon. Wenn wir jetzt aber gehört haben, dass das Kantonsspital natürlich flexibel will, können Anpassungen vornehmen, was sie anbieten wollen, wie gesagt, das liegt auf der Hand, dann kann das sein, dass wir heute einen Partner mit dem Kantonsspital Graubünden haben in der integrierten Versorgung, aber morgen nicht mehr. Das kann durchaus passieren, über das wird nie geredet, aber das ist durchaus ein Interesse der Gemeinden. Und ich habe mir in letzter Zeit die Frage gestellt, ob dann der Plan der Projektgruppe, die Stossrichtung der Projektgruppe, korrespondiert mit der Stossrichtung vom Kantonsspital Graubünden. Die letzten zwei, drei Wochen haben ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass sie ein bisschen in eine andere Richtung, und zwar in die richtige Richtung, gestossen haben. Wie gesagt, der grösste Dorn, den wir im Auge hatten, ich formuliere es absichtlich so, ist der Kauf der Liegenschaften durch Gemeinden. Aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht war das unrealistisch gewesen. Es gibt aus meiner oder aus unserer Sicht keine plausiblen Gründe, dass die Übernahme durch Gemeinden gemacht werden muss. Weil wir haben es gehört, private Investoren hat man gefunden. Es hat übrigens auch mal zu Beginn, ganz zu Beginn des Projektes, vom Kanton die Möglichkeit angeboten gehabt, dass der Kanton das direkt vermietet tut. Aber das hat man aus irgendwelchen Gründen nicht weiterverfolgt. Auch da frage ich mich, wieso. Dann ist unklar, wie viele Gemeinden machen dann effektiv auch mit. Ich darf sagen, vielleicht ist ein bisschen blauäugig das Letter of Intent unterschrieben worden. Machen mal weiter, planen mal weiter und dann schauen wir. Und jetzt hat man eben grosse Fragenkataloge, man hat es immer wieder lesen, zusammengestellt. Und wenn man hervorragend eben informiert hätte, dann wären so viele Fragen gar nicht mehr auftaucht. Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden im Sarganserland zeigt sich auch in kleineren Projekten oftmals als schwierig. Und wenn man dann so ein riesengroßes Projekt hat, bin ich mir dann eben nicht sicher, ob das die gute Lösung ist, dass man untereinander eine brauchbare, gute Lösung zustande bringt. Dann, Gemeinden sind keine Liegenschaftsverwalter. Schuster bleibt bei deinen Leisten, da bist du ja ein Fan davon, Walter. Es ist mir bewusst, dass eine Aktiengesellschaft gegründet würde und dass die Investitionen nicht über Gemeinden für die Sanierung, nicht über Gemeinden gemacht würden. Nichtsdestotrotz werden dort alle Investitionen an den Bürgern vorbeigemacht. Man hat dann nichts mehr dazu zu sagen, und wenn es dann eben nicht funktioniert, dann haben wir einfach hinten raus nachher ein Problem. Dann auch das Thema, die nicht benutzte Fläche durch das Kantonsspital Graubünden, oder? Sie werden nicht alles brauchen, was dort in dieser Liegenschaft rum ist. Was passiert mit dem Rest? Und wenn die Gemeinden das übernehmen, dann müsste man ja einen Konsens finden, was jetzt mit dem Rest passiert. Und da glaube ich bei bestem Willen nicht dran. Unsere Lösungsvorschläge, und ich habe absichtlich das Datum oben hergeschrieben, wir haben es immer wieder versucht zu ignorieren oder zu umgehen. Seit dem 27.05. und dort haben wir das Positionspapier rausgelassen von der FDP Sarganserland, wo mögliche andere Lösungen eben aufzeigt. Und das wäre eine Verpachtung mit dem Baurecht hervorragend, das ist aufgenommen worden. Wir haben das thematisiert, tipptopp. Direktverpachtung durch den Kanton St. Gallen als Kantonsspital Graubünden, das wäre eine Lösung. Das wäre eine Lösung, die man am Anfang auf dem Tisch hatte, die hat man aber zu Beginn schon vom Tisch gewischt. Dann der Kauf durch die Standortgemeinde Wallenstadt und die Verpachtung als Kantonsspital Graubünden. Oder Wattwil macht es vor. Man hat eine Gemeinde, die der Ansprechpartner ist für das Kantonsspital Graubünden. Mit denen verhandelt man und dann ist die Sache klar. Und die 8 Millionen sind für die Gemeinde auch gar kein Problem. Eine wesentlich bessere Lösung als der Kauf durch mehrere Gemeinden. Und dann zu guter Letzt natürlich auch der Kauf von einem privaten Investor und dann das anschliessende Verpachten als Kantonsspital Graubünden. Und, wie ich jetzt auch schon eingangs gesagt habe, die aktuell vorliegende mögliche Lösung mit dem Kauf von der Liegenschaft durch das Kantonsspital erachten wir als sehr gute Lösung und unterstützen das entsprechend auch. Unterstützen. Ich komme zum Fazit. Und zwar, die FDP Sarganserland ist für einen sinnvollen Erhalt vom Spital und eben nicht alles besser als null. Die ursprüngliche Lösungsvariante der Projektgruppe mit dem Kauf der Gemeinde und der Weiterverpachtung ist aus unserer Sicht keine tragbare Lösung. Die Lösungsvorschläge der FDP sind zum Teil aufgenommen worden, auch wenn man das vielleicht nicht immer zugeben wollte. Ich behaupte jetzt einfach mal, es ist, weil wahrscheinlich die Luft auch ein bisschen dünner geworden ist oder der Gegenwind vielleicht ein bisschen stärker. Sie sind aufgenommen worden und werden hoffentlich weiterverfolgt. So wird eben aus einer möglichen Lösung eine sehr gute Lösung. Ich schließe,
bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich mit gewissen Missverständnissen ein bisschen dürfen aufräumen. Und unsere Region hat die beste Lösung verdient und nicht einfach irgendeine Lösung, die auf der Hand liegt. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Abend.